Hier ist die aktuelle Kamera mit dem Wochenrückblick von Samstag, dem 17. Februar 2024. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, verantwortlich für einen grausamen Massenmord, ethnische Säuberungen, völkerrechtswidrigen Siedlungsbau und möglicherweise einen Genozid, bekommt Schützenhilfe von einem der verbal am gefährlichsten agierenden Politiker Deutschlands, Friedrich Merz, Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Die Tagesschau berichtet. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat das militärische Vorgehen Israels gegen die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen und auch im südlichen Grenzort Rafah verteidigt. Die israelische Regierung und die israelische Armee tun nach meinem Eindruck alles, um die Zivilbevölkerung dort zu schützen, sagte der CDU-Vorsitzende nach einem Treffen mit Premierminister Benjamin Netanyahu in Jerusalem. Die Zivilbevölkerung werde von der Hamas als Schutzschild missbraucht, um die Bekämpfung des Terrors zu erschweren. Insofern liegt es jetzt auch bei der Hamas, dafür zu sorgen, dass hier nicht noch mehr zivile Opfer zu beklagen sind, ergänzte Merz. Israel warne vor militärischen Einsätzen per Telefon sowie Flugblatt. Zivilisten würden aufgefordert, jene Gebiete zu verlassen, in denen dann militärische Aktionen stattfinden, sagte Merz. Aber wahr ist auch, es gibt zivile Opfer. Es wird auch weiter zivile Opfer geben. Und das auch dank deutscher Waffenlieferungen und Abschirmung aller Kriegsverbrechen sowie der Übernahme der israelischen Propaganda als kleiner Einschub. Zugleich betonte Merz, das Ziel, den Hamas-Terror endgültig zu besiegen, ist, glaube ich, ein sehr verständliches Ziel. Wichtig sei, dass die israelische Armee jetzt Erfolg habe bei der Zerstörung der Terrororganisation, sagte der Unionsfraktionschef. Und auf diesem Weg sind sie. Mit einem leichten Kollateralschaden von etwa 30.000 Toten, darunter fast 15.000 Kinder, als weiterer kleiner Einschub. Die Bundestagsfraktion und auch die CDU stünden hinter dem Staat Israel, auch hinter der Regierung, die darum bemüht ist, diesen Konflikt jetzt wirklich zu beenden. Zum Beispiel durch völlige Zerstörung des Gazastreifens und der Vertreibung oder Ermordung sämtlicher dort lebender Palästinenser. Bravo, CDU! Mit Blick auf das Vorgehen des israelischen Militärs in der Stadt Rafah sagte Merz dem Nachrichtensender NTV, das ist kein Angriff auf Rafah, sondern das ist eine weitere Bekämpfung des Terrorismus in dieser Region. Netanyahu habe ihm sehr glaubwürdig versichert, dass Israel alles tun werde, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Na, wenn ein gerichtlich gesuchter Verbrecher das sagt, den nur seine Immunität als Premierminister noch schützt. In Rafah leben mehr als 1 Million Flüchtlinge. Hilfsorganisationen sprechen von einer katastrophalen Situation und warnen vor dem Verlust weiterer Menschenleben, sollte Israel, wie angekündigt, in die Stadt an der Grenze zu Ägypten vordringen. Merz gratulierte Netanyahu auch zur Befreiung von 2 weiteren Geiseln. In den frühen Morgenstunden hatte Israels Armee erstmals seit dem Terrorangriff vom 7. Oktober zivile Geiseln befreit. Ein für ganz Israel bewegender Moment, vor allem wegen der Umstände der Befreiung. Ein weiterer Einschub, das geschah alles, nachdem bei IDF-Angriffen zuvor weitere 30 Geiseln getötet worden waren. So viel zu Israels Kriegszielen. Thema der Gespräche waren auch die Vorwürfe einer Zusammenarbeit von Mitarbeitern des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA mit der Hamas. Dazu sagte Merz dem Nachrichtensender NTV, wenn UNRWA nicht in der Lage ist, wirklich klar und deutlich jede Beteiligung an diesem Terror zu widerlegen, da muss es andere Institutionen der Vereinten Nationen oder der internationalen Völkergemeinschaft geben, die die humanitäre Hilfe für diese Region in Zukunft leisten. Womit sich wieder einmal zeigt, dass Merz nicht nur völlig desinformiert ist, sondern es ihm auch an einem tieferen Verständnis der Zusammenhänge fehlt. Nicht nur, dass er die verschwindend kleine Zahl an UNRWA-Mitarbeitern ignoriert, die angeblich, lediglich Israel behauptet das, in die Aktionen der Hamas am 7. Oktober in welcher Art auch immer verwickelt gewesen sein sollen,
Er scheint auch nicht zu begreifen, dass jede UN-Behörde auf Mitarbeiter vor Ort angewiesen sein wird, die sie auch nicht zu 100% kontrollieren können. Darüber hinaus geht der empathiefreie Merz einfach darüber hinweg, vor was für einer humanitären Katastrophe die Palästinenser in Gaza bei Wegfall der Finanzierung der UNRWA stehen. Über Äußerungen eines der größten Desinformanten der sogenannten Expertenlandschaft des Mainstreams berichtet die Junge Welt. Die Lage ist ernst. Ohne Geld aus dem Westen kann sich die Ukraine noch 2 Monate aus eigenen Kräften finanzieren. Danach wäre Schluss. Das sagte am Wochenende der Chef der Selenskyj-Partei Diener des Volkes, David Arachamia. Die New York Times befürchtet einen kaskadierenden Zusammenbruch der Ukraine, wenn sie nicht bald mehr Waffen bekommt. Ihre Flugabwehrraketen reichten noch bis März, die Artilleriemunition vielleicht bis Mai. Russland hätte dann zwar gewonnen, aber es würde immerhin nicht mehr gestorben in der Ukraine. Doch das darf nicht sein. Im deutschen Sender für Auslandspropaganda Deutsche Welle äußerte sich am Freitag der gerade in Kiew weilende CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Der Oberst außer Dienst forderte, Berlin müsse die Ukraine in die Lage versetzen, den Krieg nach Russland zu tragen und nicht mehr nur Ölraffinerien anzugreifen, sondern auch Bunker, Gefechtsstände und Kommandoposten. Das würde auch der russischen Bevölkerung endlich klar machen, was Krieg bedeute. Kiesewetter verlangte kurzfristig die Lieferung der bunkerbrechenden Marschflugkörper vom Typ Taurus zu genehmigen. Die hat der Kanzler bisher zurückgehalten, weil sie Russland direkt angreifen können und damit auch einen direkten Kriegsgrund für Moskau hergeben würden. Dass sich im selben Sinne am Wochenende im DLF auch der olivgrünen Politiker Reinhard Bütikofer geäußert hat, kann nicht mehr erstaunen. Sind die alle verrückt geworden? Nein. Derselbe Roderich Kiesewetter hatte kurz vor Weihnachten im Bericht aus Berlin der ARD die Katze aus dem Sack gelassen. Im Donbass gäbe es die größten Lithiumvorkommen Europas. Die dürften nicht Russland überlassen werden, wenn die Energiewende gelingen solle. Das hatte damals kein großes Aufsehen erregt. Oder auch allgemeines Einverständnis. Energie- und Zeitenwende passen offenbar gut zusammen. Einige Hintergründe zu den Angriffen auf den israelischen Studenten Lahav Shapira rücken das Bild nun etwas zurecht. Es handelte sich mitnichten um einen antisemitisch motivierten Angriff. Das Umfeld, aus dem heraus Shapira agierte, besteht aus militanten und reaktionär-rassistischen Zionisten. Die Berliner Morgenpost berichtet. Bei einer Kundgebung vor der Mensa der Freien Universität Berlin in Dahlem am Donnerstag standen sich pro-palästinensische und pro-israelische Protestierende gegenüber. Wenige Tage zuvor war der jüdische Student Lahav Shapira körperlich angegriffen worden. Was erst später auf Videos erkennbar wurde, waren die Aussagen eines Gegendemonstranten. Auf Hebräisch wiederholte er mehrmals, hört gut zu, ihr Terroristen, mögen eure Dörfer brennen, in Richtung der pro-palästinensischen Demonstrierenden. Die Freie Universität Berlin hat daraufhin am Montag eine Anzeige gegen die betreffende Person erstattet, wie ein Sprecher der Universität gegenüber der Berliner Morgenpost mitteilte. Die Freie Universität hat heute auf Grundlage der Postings in den sozialen Medien Anzeige erstattet, so der Sprecher. Von den dokumentierten Äußerungen der Person distanzieren wir uns aufs Schärfste. Die Handlung sei außerhalb des Campus der Freien Universität Berlin erfolgt und die Person sei nach bisherigem Kenntnisstand auch nicht Mitglied der FU Berlin. Auf X hatte die Freie Universität Berlin bereits am Samstag den Post kommentiert, in dem der Vorfall dokumentiert ist und dabei angekündigt, dass die Hochschule Anzeige erstatten würde. Der Ausdruck »Mögen eure Dörfer brennen« wird neben Tod den Arabern von Rechtsextremen im Kontext der völkerrechtswidrigen Siedlungspolitik in Israel verwendet. Der Protestierende war Mitbegründer und Vizepräsident der Organisation Jewish Life Berlin, JLB, die sich Mitte November 2023 gegründet hatte. Jewish Life Berlin distanzierte sich am Samstag in einem Statement auf Instagram
von diesen Aussagen. Die Jüdische Studierendenunion Deutschland, JSUD, begrüßte die Entscheidung. Am Sonntag gab JLB dann den Ausschluss des Mitglieds aus der Organisation bekannt. Die Radikalität der Aussage kam für uns überraschend, sagte JLB-Präsident Lior Steiner am Montag gegenüber der Morgenpost. Der Vizepräsident habe sich aber bereits in der Vergangenheit schräg geäußert. Auf einem anderen Video, das bereits bei der Berliner Morgenpost veröffentlicht wurde, war derselbe junge Mann zu sehen, als er in Richtung der palästinensischen Demonstrierenden rief: Wir werden weiter bombardieren. Dies schien eine Antwort auf den für pro-palästinensischen Protest typischen Spruch zu sein: Deutschland finanziert, Israel bombardiert. Mit ähnlichen Provokationen war seinerzeit auch Shapira aufgefallen. Der Tatverdächtige, der den FU-Studenten Lahav Shapira angegriffen hatte, hat für 3 Monate Hausverbot an der Freien Universität erhalten. Damit seien die rechtlichen Möglichkeiten der Universität ausgeschöpft, schreibt die FU Berlin auf X. Bundeskanzler Olaf Scholz scheint sich selbst auf den Spuren eines anderen deutschen Kanzlers zu wähnen, Otto von Bismarck. Seine Rede von Blut und Eisen könnte als Blaupause für die Politik des amtierenden Bundeskanzlers dienen, die Tagesschau berichtet. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den symbolischen ersten Spatenstich eines neuen Werks des Rüstungskonzerns Rheinmetall heute mit einer eindringlichen Mahnung verbunden. Wir leben nicht in Friedenszeiten. Die von Präsident Wladimir Putin offen formulierten imperialen Ambitionen seien eine große Gefahr für die europäische Friedensordnung. In dieser Lage gelte: Wer Frieden will, der muss mögliche Aggressoren erfolgreich abschrecken. Also praktisch si vis pacem parabellum. Wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Das sind die Töne der SPD von heute. Vorbei die Entspannungspolitik eines Willy Brandts. Sie ist einer kalten Kriegsrhetorik-Renaissance gewichen, die unser Leben nicht sicherer, sondern gefährlicher macht. Scholz sieht in der Investition die Grundlage dafür, die Bundeswehr und deren Partner in Europa eigenständig und vor allem dauerhaft mit Artilleriemunition zu versorgen. Das sei gerade mit Blick auf die Ukraine und ihren Munitionsbedarf wichtig. Denn Deutschland hat selbstverständlich auch keine anderen Sorgen, als die Ukraine weiterhin mit Waffen und Munition voll zu pumpen und den Krieg und damit das Sterben möglichst zu verlängern. Wir haben uns bisher beholfen, indem wir sehr viel aus dem Bestand geliefert haben, erklärte der Kanzler. Aber dies sei immer weniger möglich. Es ist wichtig, dass wir alles dafür tun, die Produktion weltweit zu erhöhen. Das neue Werk von Rheinmetall sei hier ein wichtiges Signal. Rheinmetall wird es freuen, die Kriegskassen klingeln. Nötig sei allerdings, dass die Europäer ihre Bestellungen im Rüstungsbereich bündelten und der Industrie somit Perspektiven für die nächsten Jahre geben. Wir müssen weg von der Manufaktur hin zu Großserienfertigung von Rüstungsgütern, so der Kanzler. Ähnlich äußerte sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und richtete dabei auch den Blick auf die Präsidentenwahl im kommenden November in den USA. Noch gäbe es jeweils eigene Rüstungsindustrien in den 27 EU-Staaten und zu wenig wirklich gemeinsame Projekte. Wir müssen um die Wettbewerbsfähigkeit Europas in der Welt kämpfen, so der Grünen-Politiker. Der schließt ausdrücklich auch die militärischen Komplexe mit ein. Habeck sagte, die Wahl in den USA sei noch weit weg. Es könne noch viel passieren. Es dürfe keinen Nationalismus geben. Stattdessen brauche es mehr Kooperation. Dank Habecks Politik dürfte der militärisch-industrielle Komplex bald das einzige Gewerbe in Deutschland sein, das floriert. Woher dann in Zukunft die Steuergelder kommen sollen, um den Rüstungswahn zu finanzieren, beantwortet der Kinderbuchautor nicht. Der republikanische US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump, dem gute Chancen eingeräumt werden, hatte angedeutet, bei einem Angriff Russlands NATO-Partnern nicht helfen zu wollen, wenn diese nicht genug für das westliche Verteidigungsbündnis zahlten. Der Appell für eine engere europäische Kooperation in Rüstungsfragen kam heute auch aus Frankreich. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte bei einem Treffen mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk, alles, was die EU leiste, um die Ukraine Rüstungsgüter und Munition zu liefern, müsse auch dem Aufbau der europäischen Rüstungsindustrie dienen. Dies hilft uns, unsere Produktionskapazitäten zu steigern und Europa zu einer Verteidigungsmacht auszubauen, die NATO ergänzt. Musik.
Es folgen internationale Meldungen. NATO-Gegner führen Gegenmanöver durch. Russland, China und der Iran werden gemeinsame Manöver durchführen, die in Hongkong erscheinende South China Morning Post berichtet. China wird in den kommenden Wochen gemeinsame Marineübungen mit dem Iran und Russland abhalten, während die jemenitischen Houthi-Milizen und US-Streitkräfte in Auseinandersetzungen im Nahen Osten verwickelt sind. Iranische und russische Medien zitierten Konteradmiral Shahram Irani, den Kommandeur der iranischen Marine, dass die Übungen noch vor Ende März stattfinden würden und auf die regionale Sicherheit abzielten. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, die die Übungen als Kriegsspiel bezeichnete, sagte Irani, dass eine Reihe anderer Länder zur Teilnahme an der Übung eingeladen worden seien. In den Berichten wurde nicht angegeben, wo die Übungen stattfinden sollen, aber die Marinen der drei Länder führten im März letzten Jahres trilaterale Übungen im Golf von Oman durch. Die diesjährigen Übungen finden vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen im Nahen Osten statt, da eine von den USA geführte Koalition am vergangenen Samstag eine dritte Angriffsrunde auf Houthi-Ziele im Jemen startete. Die Angriffe waren eine Reaktion auf vorangegangene Angriffe der Houthi auf Handelsschiffe im Roten Meer. China hat die Houthis offiziell nicht verurteilt. Laut Reuters haben chinesische Beamte ihre iranischen Kollegen jedoch gebeten, dabei zu helfen, die von der Gruppe verübten Angriffe im Roten Meer einzudämmen. Irani berichtete im Dezember, dass Pakistan, Brasilien, Oman, Indien und Südafrika zu den Ländern gehörten, die als Beobachter eingeladen wurden. Die letztjährige Übung mit dem Namen Security Bond 2023 dauerte 5 Tage und beinhaltete die Unterdrückung scharfer Feuer und die Präzision von Angriffen. Die Marine führte außerdem Schulungen zur Terrorismus- und Pirateriebekämpfung durch, darunter eine simulierte Rettungsmission für ein gekapertes Handelsschiff. China schickte sein Kriegsschiff der Südflotte, die Nanning, zu den Übungen. Ein chinesischer Kapitän sagte gegenüber dem chinesischen Staatssender CCTV, dass die Übungen die praktische Zusammenarbeit zwischen den Marinen vertieft und weiter die Bereitschaft und Fähigkeit gezeigt habe, gemeinsam die Sicherheit auf See aufrechtzuerhalten. An der Übung nahm die leichte iranische Fregatte Jamaran und die mit Hyperschallraketen bewaffnete russische Fregatte Admiral Gorshkov teil. Es gab weder von China noch von Russland eine formelle Ankündigung zur diesjährigen Übung. Endlösung. Über die Entwicklung im äußersten Süden des Gazastreifens berichtet die Junge Welt. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat am Wochenende befohlen, die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens einzunehmen. Wir werden die verbliebenen Bataillone der Hamas-Terroristen aus ihrer letzten Bastion herausbekommen, sagte er am Sonntag in einem Interview mit dem US-Sender ABC News. Zivilisten sollen freies Geleit erhalten. Wir sind in dieser Frage nicht rücksichtslos, behauptete Netanyahu. Die Geschehnisse widersprechen dem allerdings. Wie lokale Behörden in Gaza am Sonntag mithalten, sollen in dem Küstenstreifen allein in den vorhergehenden 24 Stunden mindestens 112 Palästinenser durch israelische Bombardements getötet worden sein. 173 weitere wurden verletzt. Es ist der blutigste Krieg seit langem. Die UNO und auch westliche Staaten wie die USA warnen Israel, dass die de facto bereits erfolgte Ausweitung der Kampfhandlungen auf Rafah eine riesige humanitäre Katastrophe auslösen wird. Netanyahu will davon nichts hören. Diejenigen, die sagen, dass wir unter keinen Umständen nach Rafah vordringen sollten, sagen im Grunde, verliert den Krieg, lasst die Hamas dort. Mehr als Appelle an die Menschlichkeit muss die ultrarechte israelische Regierung allerdings nicht fürchten. Sanktionen, wie sie gegen Russland nach der Intervention in der Ukraine in die Wege geleitet wurden, sind in NATO und EU kein Thema. Stattdessen stellten unter anderem die USA und Deutschland ihre Hilfszahlungen an das UN-Palästina-Hilfswerk UNRWA ein, weil ein Dutzend der 13.000 in Gaza beschäftigten Mitarbeiter angeblich an dem Massaker vom 7. Oktober in Israel beteiligt war. Am Wochenende präsentierte das israelische Militär 2 angebliche Tunnel der Hamas, die unter dem Hauptquartier der UNRWA in Gazastadt verlaufen sollen. In dem Gebäude will Israel Waffen und Sprengstoff gefunden haben. Die UNRWA hat es allerdings schon am 12. Oktober auf Anweisung der israelischen Armee verlassen und seitdem nicht mehr genutzt, erklärte UNRWA-Chef Philipp Lazzarini am Samstag auf X. Die Organisation habe von dem Tunnel keine Kenntnis gehabt. Der israelische Außenminister Israel Katz
verlangt Lazzarinis sofortigen Rücktritt. Keine Waffen für Genozid. Ein niederländisches Gericht untersagte eine Lieferung von Kriegsgerät an Israel, die Junge Welt berichtet. Die Niederlande dürfen laut einem am Montag in Den Haag gefällten Gerichtsbeschluss keine Teile für F-35 Kampfjets mehr an Israel liefern. Es bestehe eindeutig die Gefahr von schweren Verstößen gegen das internationale Menschenrecht, da die israelische Armee die Jets bei ihren Angriffen gegen den Gazastreifen einsetze, so die Begründung. Innerhalb von 7 Tagen müssten deshalb alle Exporte von entsprechenden Flugzeugteilen an Israel eingestellt werden. Auch das von der Regierung vorgebrachte Argument, eine Einstellung der Lieferungen beeinträchtige das äußerst wichtige Verhältnis zu den USA, wies der Richter zurück. Die F-35-Teile, um die es bei dem Gerichtsstreit geht, befinden sich im Besitz der USA, werden aber in den Niederlanden gelagert und von dort aus an US-Partnerländer weltweit geliefert. Die Zivilklage hatten 3 Menschenrechtsorganisationen eingereicht, um den jetzt angeordneten Exportstopp zu verlangen. Ihre Begründung? Die Niederlande machten sich mitschuldig an möglichen Kriegsverbrechen im Gazastreifen. Im Januar hatte zunächst ein untergeordnetes Gericht eine Fortdauer des Exports erlaubt. Die Entscheidung vom Montag fiel im Berufungsverfahren. Auch dagegen kann noch Widerspruch eingelegt werden. Am 24. Januar hatte ein Bündnis aus 16 internationalen Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aufgefordert, die Lieferung von Waffen, Waffenteilen und Munition an Israel, aber auch an palästinensische Gruppen umgehend einzustellen. Dies gelte, solange das Risiko besteht, dass sie eingesetzt werden, um schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht oder die Menschenrechte zu begehen oder solche zu erleichtern. Die deutsche Bundesregierung dagegen hat im vergangenen Jahr ihre Rüstungsexporte an Israel verzehnfacht, wie aus einer Antwort der Ampelregierung auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dadelen vom Bündnis Sarah Wagenknecht im Januar hervorgeht. Die meisten Exporte wurden erst nach dem 7. Oktober genehmigt. Antikolonialismus schreitet voran. In den westafrikanischen Staaten Mali, Niger und Burkina Faso setzen die 3 von der Bevölkerung getragenen Militärregierungen ihren antikolonialen Kurs fort. Der Deutschlandfunk berichtet. Gleich 3 westafrikanische Militärregierungen haben in einer gemeinsamen Erklärung ihren Austritt aus der Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS erklärt. Mali, Burkina Faso und Niger. In einer gemeinsamen Erklärung warfen Mali, Burkina Faso und Niger der ECOWAS unter anderem vor, sie im Kampf gegen Terrorismus nicht zu unterstützen. Die ECOWAS stehe unter dem Einfluss ausländischer Mächte, der den Zusammenhalt bedrohe, hieß es. Die ECOWAS reagierte mit Bedauern und Entgegenkommen auf die Austrittsentscheidung der 3 Länder Mali, Niger und Burkina Faso. Sie seien wichtige Mitglieder der Gemeinschaft, erklärte der Zusammenschluss. Die ECOWAS sei daher bereit, eine Verhandlungslösung für die festgefahrene politische Lage zu suchen. Die Äußerungen kommen, nachdem ECOWAS Niger mit Sanktionen und einem militärischen Eingreifen gedroht hatte. Im Juli war es zunächst im Niger zu einem Militärputsch gekommen, woraufhin die ECOWAS Wirtschaftssanktionen verhängte und mit einem Militäreinsatz drohte. Im Dezember erkannte ECOWAS die Militärjunta im Niger als Regierung an, hielt aber weiter an den Sanktionen gegen das Land fest. Auch die Nachbarländer Burkina Faso und Mali sind nach Regierungsumstürzen von der ECOWAS suspendiert. Im September hatten sich die 3 Regierungen daher zu einer Allianz der Sahelstaaten zusammengeschlossen. Das Abkommen ermöglicht es, gegenseitigen militärischen Beistand zu leisten. Mali, Burkina Faso und Niger arbeiten zuletzt verstärkt mit Russland zusammen. Nach dem Austritt der 3 Länder besteht die ECOWAS-Gemeinschaft nur noch aus 12 Mitgliedstaaten. ECOWAS wurde bereits 1975 gegründet und hat seit längerem Ambitionen, die über eine reine Wirtschaftszusammenarbeit deutlich hinausgehen. Die Gemeinschaft gilt als wichtigster Partner der EU und der USA in der Region. Im vergangenen Jahr kündigte Deutschland einen Ausbau der Beziehungen zur ECOWAS an, insbesondere in den Bereichen Friedensentwicklung und Krisenprävention, also in genau den 2 Bereichen, in denen sich die deutsche Regierung am wenigsten auskennt. Energieeffizienz, auch kein Markenzeichen der Bundesregierung, Handel und sogenannte nachhaltige Lieferketten sowie Gesundheitsvorsorge. Dafür stehen nach Angaben des Entwicklungsministeriums rund 81 Millionen Euro zur Verfügung. Das Portal Nova News berichtet, die Militärjuntas von Niger, Mali und Burkina Faso wollen eine einheitliche regionale Währung schaffen. Dies gab der Übergangsführer von Niger, Abdou
Rahamane Chiani in einer Erklärung, die im nigerianischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde, bekannt. Die Währung ist ein Schritt aus dieser Kolonisierung, sagte Chiani, der die gemeinsame Währung ein Zeichen der Souveränität nannte. Die drei Länder, die kürzlich die Allianz der Sahelstaaten AES gebildet hatten, befinden sich im Prozess der Wiederherstellung ihrer gesamten Souveränität, fügte er hinzu, ohne jedoch Einzelheiten zum möglichen Umlauf einer künftigen Währung zu nennen. Die künftige Währung könnte den CFA-Franc ersetzen, der derzeit die gemeinsame Währung der 8 Mitgliedsländer der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion WEWA darstellt, zu der auch Niger, Burkina Faso und Mali gehören. Im vergangenen November empfahlen die Wirtschafts- und Finanzminister der drei Länder die Einrichtung eines Stabilisierungsfonds und einer Investmentbank, die auf Gegenseitigkeit beruht. Die Erklärung von General Chiani erfolgt zudem 2 Wochen nach dem Austritt Malis, Burkina Fasos und Nigers aus der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten ECOWAS, der sie eine Ausbeutung durch Frankreich vorwerfen. Der Austritt wurde am 28. Januar offiziell genehmigt, als die an der Macht befindlichen Militärjuntas in Mali, Niger und Burkina Faso eine gemeinsame Erklärung herausgaben, in der sie ihren sofortigen Austritt aus der Regionalorganisation ankündigten. Die Distanzierung der drei Sahelstaaten von der ECOWAS begann eigentlich am 16. September, als die Militärjuntas von Mali, Niger und Burkina Faso die Allianz der Sahelstaaten AES gründeten, eine militärische, aber auch diplomatische Initiative, die die Unabhängigkeit der drei Länder gegenüber regionalen oder internationalen Gremien sicherstellen will. Kürzlich haben die Außenminister der drei Länder bei ihrem Treffen in Bamako dieser Koalition Gestalt gegeben und ihr eine politische und diplomatische Dimension verliehen. Wie wir in der am Ende des Treffens veröffentlichten gemeinsamen Erklärung lesen, arbeiten die drei Parteien an der Annahme zusätzlicher Protokolle, der Einrichtung institutioneller und rechtlicher Gremien des Bündnisses sowie der Definition politischer Maßnahmen und diplomatischer Koordinierung. Ursprünglich entstand die AES als Verteidigungspakt zwischen Mali, Niger und Burkina Faso, die beschlossen hatten, ihre militärischen Ressourcen zur Bekämpfung von Rebellen oder Dschihadistengruppen zu bündeln. Allerdings wollen die drei Länder nun noch weitergehen und eine echte wirtschaftliche und politische Union gründen, die ein Gegengewicht zur ECOWAS darstellt, die in den Augen der Putschisten eine Organisation ist, die immer noch von Frankreich und seinen westlichen Verbündeten kontrolliert wird. Ergänzend berichtet auch dazu der Deutschlandfunk. Russland hat offenbar seinen Einfluss in Westafrika durch eine erstmalige Verlegung von Truppen nach Burkina Faso ausgebaut. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Sicherheitskreise meldet, sollen Mitte der Woche zunächst 100 russische Soldaten in dem Land angekommen sein, weitere 200 sollen folgen. Ihre Aufgabe soll unter anderem der Schutz von Präsident Traoré sein. Burkina Faso wird von einer Militärregierung geführt. Diese hatte Anfang 2023 französische Truppen des Landes verwiesen. Mit der Regierung in Moskau wurde eine militärische Zusammenarbeit besprochen. Auch in anderen afrikanischen Ländern haben in den vergangenen Jahren Militärs die Macht übernommen, die eher Russland nahestehen. Betteln für den Krieg. Bundeskanzler Olaf Scholz reiste vergangenes Wochenende nach Washington, um für weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine zu werben. Die Tagesschau berichtete. Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu einem Kurzbesuch in Washington eingetroffen. Hauptthema seiner Gespräche werden die Ukraine-Hilfen sein, die derzeit vom US-Kongress blockiert werden. Angesichts der ablehnenden Haltung der Republikaner warb Scholz daher erneut um weitere Unterstützung für die Ukraine. Die Ukraine braucht unsere ganze Unterstützung, um sich gegen die Aggression Russlands zu verteidigen, schrieb der Kanzler nach einem Treffen mit US-Senatoren auf der Online-Plattform X. Es sei gut gewesen, mit Senatoren beider Parteien zu sprechen, fügte Scholz in dem auf Englisch verfassten Post hinzu. Der Kanzler traf die Politiker zum Auftakt seines Arbeitsbesuchs bei einem Dinner. Wie die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, hätten sich die US-Parlamentarier hoffnungsvoll gezeigt, dass die USA ihre finanzielle Unterstützung für das Land fortsetzen werde. Deutschland habe unter Scholz bei dem Ukraine-Thema eine Führungsrolle übernommen. Das sei anerkannt worden.
Am Nachmittag will Scholz dann mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus zusammenkommen. Das Vier-Augen-Gespräch ist auf 60 Minuten angesetzt. Scholz und Biden wollen verhindern, dass die Hilfe der westlichen Verbündeten für die Ukraine 2 Jahre nach der russischen Invasion bröckelt. Die Republikaner im Kongress blockieren seit Monaten von Biden geforderte Milliardenhilfen für Kiew. Kurz vor der Ankunft des Kanzlers gab es eine überraschende Wendung. Ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine nahm im Senat zumindest eine erste prozedurale Hürde. Nun folgen weitere Verhandlungen. Wann die Kammer endgültig darüber abstimmt, ist noch offen. Die ebenfalls nötige Zustimmung des Repräsentantenhauses als zweiter Kammer des US-Kongresses ist sehr unsicher. Scholz hatte bereits vor seinem Abflug nochmals eindringlich davor gewarnt, was passieren dürfte, wenn die Ukraine-Hilfe bröckelt. Wir müssen unser Möglichstes tun, um zu verhindern, dass Russland siegt, schrieb er in einem Gastbeitrag für das Wall Street Journal. Wenn wir das nicht tun, könnten wir bald in einer Welt aufwachen, die noch instabiler, bedrohlicher und unberechenbarer ist als während des Kalten Krieges. Also im Prinzip in keiner anderen als der aktuellen Welt. Eine Welt jenseits der Scholz, Baerbocks, Bidens, Pistorius, Newlands und Merz könnte allerdings eine friedlich und harmonische sein. Deutschland habe der Ukraine seit Beginn des Kriegs im Februar 2022 zusammengerechnet eine Militärhilfe im Umfang von 28,3 Milliarden Euro bereitgestellt oder fest versprochen. Der Kanzler versucht derzeit, die EU-Partner zu mehr Militärhilfe für die Ukraine zu bewegen. Vor allem wirtschaftsstarke Länder wie Frankreich, Spanien und Italien. Die Resonanz ist bisher glücklicherweise mäßig. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, eine Speerspitze der Gegner einer Aussöhnung mit Moskau, warnte im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF erneut vor einem Wegbrechen der Hilfen für die Ukraine. Wenn die USA ausfallen sollten, wird das ganz schwierig, sagte der SPD-Politiker. Die USA seien mit weitem Abstand die wichtigsten Verbündeten der Ukraine. Die Debatte in der US-Politik sei aber inzwischen so ideologisiert, dass Sicherheitsfragen kaum noch eine Rolle spielten. Wahlen in Pakistan und Indonesien. In Pakistan gingen die den inhaftierten ehemaligen Premierminister unterstützenden Kandidaten als stärkste Kraft aus den Parlamentswahlen hervor. Sie erhielten 101 Sitze. Die Partei von Ex-Premier Nawaz Sharif, Pakistan Muslim League, PMLN, kam mit 75 Sitzen auf den zweiten Platz. Sharif wird Koalitionsgespräche mit der konservativen Pakistan People's Party, PPP, des früheren Außenministers Bilawal Bhutto Zawari führen, berichtet die Tagesschau. Sharif hat das Land schon dreimal als Premierminister geführt, zuletzt bis 2017. Später ging er ins Exil nach London, um einer Haftstrafe wegen Korruption zu entgehen. Erst im vergangenen Jahr kehrte er zurück. Die Urteile gegen ihn wurden aufgehoben. Und trotzdem sieht Khan sich und seine Kandidaten als Sieger der Wahl. Am späten Abend veröffentlichte seine Partei eine Botschaft von ihm aus dem Gefängnis. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wurde seine Stimme nachgeahmt und über die sozialen Medien verbreitet. Ich gratuliere jedem einzelnen von Ihnen zum Sieg der Wahl 2024. Ich hatte volles Vertrauen in Sie, dass Sie zur Wahl gehen würden. Sie alle haben meinen Wunsch erfüllt und Ihre massive Wählerbeteiligung hat alle schockiert. Nawaz Sharif ist ein unbedeutender Mensch, der eine Siegesrede gehalten hat, obwohl er nach den offiziellen Ergebnissen zurücklag. Kein Pakistaner wird das akzeptieren. Trotz aller Hindernisse habe seine Partei die Wahl gewonnen und nichts könne den Sieg aufhalten. Jeder sei Zeuge geworden, wie mächtig die Wähler seien. Am Ende rief Khan seine Anhänger auf, zeigt eure Stärke, um eure Stimme zu schützen. In Peshawar im Nordwesten von Pakistan hatten Khans Anhänger gestern bereits protestiert. Die Rede war von Wahlmanipulation. Einige behaupten, Wahlzettel seien gefälscht worden. Seit dem vergangenen Jahr ist Khan inhaftiert, unter anderem wegen Korruption. Kurz vor der Wahl wurde er nochmal zusätzlich zu 3 Haftstrafen verurteilt. Gerade bei jüngeren Pakistanern ist der ehemalige Cricketstar sehr beliebt. In Indonesien fanden am Mittwoch Präsidentschaftswahlen statt, deren Auszählung allerdings noch bis in den März dauern dürften. Der Deutschlandfunk berichtet.
In Indonesien ist ein neuer Präsident gewählt worden. Der amtierende Verteidigungsminister Prabowo Subianto hat sich bereits zum Sieger erklärt. Er sagte vor Anhängern in der Hauptstadt Jakarta, die Schnellauszählungen staatlich anerkannter Umfrageinstitute deuteten darauf hin, dass er sich das Amt in der ersten Wahlrunde mit rund 58% der Stimmen gesichert habe. Offizielle Ergebnisse werden nicht vor März erwartet. Die Schnellauszählungen hatten sich in der Vergangenheit jedoch als zuverlässig erwiesen. Um in Indonesien Präsident zu werden, muss sich der Kandidat landesweit mehr als 50% der Stimmen sichern. Und in mehr als der Hälfte der 38 indonesischen Provinzen jeweils mindestens 20%. Der 72-jährige Subianto zählt zur politischen Elite des Landes und kandidiert bereits zum dritten Mal. Er hatte unter der bis 1998 andauernden Herrschaft vom Militärmachthaber Suharto in der Armee gedient. 1998 wurde er entlassen, aufgrund von Vorwürfen, er habe die Entführung von Demokratieaktivisten angeordnet. Subianto hat die Vorwürfe stets bestritten, er wurde nie juristisch belangt. Das südostasiatische Indonesien ist heute die drittgrößte bürgerliche Demokratie der Welt. Die Wahlen waren ein gigantisches logistisches Unterfangen. Etwa 205 Millionen Indonesier, verstreut über tausende Inseln, wählten in rund 800.000 Wahllokalen nicht nur einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament, sondern auch die Regionalvertretungen. Die Wahlzettel wurden unter anderem per Flugzeug, Hubschrauber und Schnellboot verteilt. Der indonesische Archipel erstreckt sich von der von Aufständen geprägten Region Papua bis zur Insel Sumatra über mehrere Zeitzonen. Die Regenzeit und drohende Überschwemmungen erschwerten die Wahlen zusätzlich. In der Hauptstadt Jakarta waren einige Gebiete nach einem Gewitter überschwemmt, sodass sich die Öffnung einiger Wahllokale um Stunden verzögerte. Das waren einige Meldungen der Woche. Die aktuelle Kamera verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Ein schönes Restwochenende und trotz alledem eine gute Woche.